Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind gut vorangekommen, die letzten Dry Ones. Alle waren ein absolutes... Wie sagt man dazu? Es hatte auf Anhieb geklappt. Aber nun sind wir bei Judas. Judas mit dem Fessel. Und wir wissen ja, Judas, die gläserne Kanone. Es fängt mit einem Curse of the Lost an. Was soll ich davon halten? Wir sind leider auch im Scylla. Was soll ich davon halten? Nicht viel. Den ja nicht mag. Vor allem nicht, wenn die da dabei sind. Jetzt hier hin. Ich hätte eigentlich das Book of Belial benutzen können. Eine Pille. Nun, kann nur was Gutes sein. Ja, eine Helserpille. Hoffentlich war das jetzt nicht Hell's Down gewesen. Denn dann haben wir die ab sofort wieder im Spiel. Jetzt wäre es schön, wenn wir irgendwo noch ein Herz hätten. Eine Bombe. Damit werden wir gleich mal den Felsen da oben sprengen. Denn mit Judas werden Seelenherzen gleich eingesammelt. Bingo. Damit haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. So, ja, wir müssen gleich mal das Book of Belial, aber wir gehen noch nicht zum Boss. Ich will nicht zum Boss, bevor ich nicht den Schatz hier hatte. Schade. Den können wir jetzt nicht mitnehmen. Ich meine, Judas fängt ja eh mit Münzen an. Judas, der Verräter. Aber auch wenn er nicht mein Lieblingscharakter ist, so mag ich ihn doch noch lieber als Eve. Ja, das wird den Fans sauer aufstoßen, aber ich mag sie einfach nicht. Sie ist mir zu schwach. Judas hat wenigstens schön Stärke. Und ich mache die Gegner lieber schnell platt, anstatt schnell zu sein. Oh, sehr schön. Das merken wir uns. Hier liegt ein Eternal Heart herum. Also seht ihr das? 4 Base-Stärke. Das ist ganz schön viel. Bloß nicht vergessen. Bloß nicht vergessen. Oh, Kotzbomben. Nee, wir gehen nicht dahin. Und Abel. Der gehört eigentlich zu Cain, aber was soll's. Ein Begleiter zu haben ist immer nett. Jetzt läuft's ganz gut. So, unser Seelenherz opfern wir bestimmt nicht. Das heißt, wir lassen den Opferraum diesmal Opferraum sein. Leider haben wir keine Bombe, das hätten wir nach dem Secret Room suchen können. Wir wollen hier runter. Nachsehen. Solange der Raum in Ordnung ist, will ich das Book of Belial jetzt mal aufheben für den Boss. Ein Herz wäre noch ganz nett. Aber irgendwie bekommen wir kein Herz. Einen Schlüssel haben wir auch noch nicht. Wäre schön, auch noch einen Schlüssel zu bekommen. Ist das unser letzter Raum? Ja, das ist unsere letzte Chance, noch irgendein schönes Pickup zu bekommen. Bevor wir zum Boss müssen. Und, wie sieht's aus? Gibst du uns was? Eine Tarotkarte? The Hanged Man, damit können wir fliegen. Aber nein, gerade wollen wir nicht fliegen, das heben wir uns auf. Sollten wir vielleicht bis in die Caves behalten. Weil man kann ja nie wissen. So, jetzt geht's erstmal Richtung Boss. Welcher wird das sein? The Duke of Lies. Mit Book of Belial solltest du eigentlich schnell fallen. Das ist auch noch der völlig normale. Puh. Dich kriegen wir klein. Nicht so viel. Nicht so viele Fliegen ausspucken. Er hat nicht mal kleine Fliegen. Ah, jetzt ist ein Fliegenschild da. Eigentlich könnte ich mal wieder gerne ein Mulligan-Item haben. Das wäre cool. So, jetzt sollten wir uns noch was zu futtern. Nee, die Panties. Mom's Underwear. Range-Up ist zwar auch ganz nett. Aber okay, wir werden auch so 3 Herzen bekommen, indem wir jetzt noch das Eternal Heart mitnehmen. Jetzt hoffe ich aber, dass im Cellar 2 oder Basement 2, da muss uns unbedingt ein Schlüssel droppen und hoffentlich auch eine Bombe, wie wir dann ein Secret Room suchen können. So, das ist schon mal ganz gut. Wir haben im ersten Raum 3 Herzen für Judas, 2 extra Herzen haben wir bekommen. Wir haben ein Seelenherz, wir haben eine Tarotkarte, The Hanged Man, wir haben einen Range Up und wir haben einen Begleiter. So, sowas sieht man doch gerne. So, was wird denn unsere nächste sein? Basement oder Cellar? Ich habe das Gefühl, Cellar. Es wird bestimmt wieder Cellar. Oh, ich habe mich geirrt. Basement. Nein, wir opfern uns nicht. Nicht mit so wenig Energie. Das ist Maggies Ding. Auch der Teufelsraum. Wenn wir endlich mal so viel Energie mit Judas haben, sollte man sie echt nicht. Ja, wie sagt man? Ach je. Verschwinden. Hoppla. Shit. Ich mag das nicht hier, die hier so sind. Das ist nämlich nicht so leicht. Halt, Moment. Könnten wir nicht Abel benutzen? Nee, können wir nicht, weil der unser Spiegelbild ist. Allerdings wollte er die anderen treffen. So, getroffen. Und der nächste getroffen. Wieder getroffen. Gut, die anderen kriegen wir hin. Ja, jetzt können wir Abel benutzen. Und... Griff. Bingo. Hier liegt noch ein Herz herum, brauchen wir gerade nicht. Wir wollen hier in diesen Raum gehen. Okay, Book of Belialis. Brauchen wir nicht. Wenn hier was droppt, wird es leider in die Mitte droppen. Und wir haben gerade keine Bombe.
Na toll, da ist die Bombe, die wir gebraucht hätten. Aber Hangman will ich dafür jetzt nicht ausgeben. Das ist Verschwendung. Wir brauchen unbedingt einen Schlüssel. Irgendjemand gibt uns einen Schlüssel, bitte. Autsch, jetzt ist das Seelenherz weg. Jetzt ist auch noch ein halbes Herz weg. Hier gibt es nicht mal einen Tick-up. Toll. Wir brauchen irgendetwas. Vielleicht geben uns ja die Häufchen was. So, komm mal mit, Abel. Mach mal die Häufchen kaputt. Und wir machen den Rest. Überhaupt nichts. Ah, doch eine Münze. Na, immerhin. Wir würden gerne da hinein, aber ohne Bomben. Ohne gar nichts. Und selbst wenn uns hier was droppt, wir kommen nicht ran. Da könnte uns bloß der Boss helfen. Tja. Wir müssen jetzt Richtung Boss gehen und hoffen, dass er uns vielleicht das Paket droppt. Das wäre ganz gut, denn sonst müssen wir hier den Schatzraum sein lassen. Da fehlt uns jetzt etwas von dem Glück, das wir hatten. So, wer wird es denn sein? Monstro. So. Monstro droppt aber wahrscheinlich HP ab. Der droppt meistens HP ab. Das heißt, wir bekommen wirklich keinen Schlüssel. Keine Chance. Wir können uns höchstens noch eine... Vielleicht sollten wir doch so Hangman einsetzen. Und einfach ein bisschen auf Glück hoffen. So. Okay. Ich habe nämlich noch eine Idee. Es gibt noch eine Tarotkarte. Welche wird es sein? The Moon. Die bringt uns immerhin in den Siegeldom. Okay. Oh, sehr schön. Der Siegeldom ist neben dem Item Room. Können wir uns doch The Hangman behalten? Obwohl, ich könnte es eigentlich auch. Hm, die Schokoladenmilch. Auf die habe ich keine Lust. Judas braucht keine Charge-Jobs. Dann war es ja noch nicht mal schlimm. Dann werden wir jetzt wirklich nochmal The Hangman holen. Und probieren etwas aus. Könnte klappen. Bin mir nicht so sicher, ob es klappt, aber es könnte klappen. So. Komm her. Wir holen uns jetzt nämlich diese Bombe mit dem Fliegen. Und dann werdet ihr weitersehen. Vielleicht wisst ihr ja schon, was ich vorhab. So, muss mal Q drücken. Ja, mal Q drücken. Gerade war ich mir nicht sicher. E war Bombe. Wir haben jetzt die Bombe. Und nicht hier. Sondern hier. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Bingo. Oh, sehr schön. Noch mehr Bomben. Und wir können jetzt eigentlich auch hier reingehen. Wir haben noch ein ganzes Herz herumliegen. Nur Trollbomben. Wir benutzen die Bombe noch, um den anderen hier kaputt zu machen. Ein Seelenherz, das nehmen wir natürlich mit, bevor wir in die nächste Ebene gehen. Und hoffen jetzt, dass wir The Hangman eingesetzt haben und in den Caves keinen Strich durch die Rechnung macht. Nun, wir sind jetzt schon mal problemlos bis in die Caves gekommen. Jetzt wird es aber mal Zeit für einen Schlüssel. Vor allem, wenn wir hier direkt vor dem Schatzraum sind. Hier gibt es Blut, eine Blutbank. Da gibt es vielleicht auch einen Boss für den Schwung, den ich gerne mit Judas besuche. Nur eine Münze. Aha, da ist unser Schlüssel. Und einen normalen Challenge-Room, den werden wir auch gleich besuchen, da wir auch Pickups gut gebrauchen können. Aber erst gehen wir mal schauen, was im Schatzraum ist. Sehr schön, Spoonbender. Wir haben jetzt Homing-Shots. Ich mag Homing-Shots. Okay, manchmal können sie ein bisschen nervig sein, aber gerade bei sowas wie Knights sind die echt super. Na toll, wir brauchen noch einen Schlüssel. Supi. Und ich habe jetzt auf eine normale Truhe gehofft. Oh, ganz kleine Fistula-Teilchen. Das sieht man ja eher selten. So. Das Buch wird auch gleich aufgeladen sein. Da oben ist der Boss. Soll ich ihn schon machen? Ich denke, wir machen ihn bereits. Das Buch ist aufgeladen. Wir haben Homing Shots. Und es ist ein Champion Peep. So, unser Buch. Gut ist, wir können jetzt hier ein bisschen stehen bleiben. Und trotzdem, sie werden trotzdem auf Peep gehen. Hoppla, shit. Habe ich nicht gedacht, dass mich das trifft. Wir gehen lieber ein bisschen weiter weg. Scheiße, wieso geht sein Auge jetzt hier lang? Jetzt hätte ich gern Spektrum-Tiers, aber wir haben nicht so viel Glück wie mit Maggie, dass wir ein Spirit of the Night bekommen konnten. Und wir hatten auch im Teufelsraum leider nicht so viel Glück wie mit Isaac, denn der ja die ganze Zeit Fliegen. Der Fliegen bekommen hat, glaube ich, im ersten Stachelraum, den wir gesehen haben.
So, wir haben ihn gleich klein. Jetzt muss ich mal kurz die Augen ausweichen. Und jetzt. Bingo. Oh, es gibt sogar einen Teufelsraum. Gehen wir mal hinein. Es gibt ein Forget-Me-Now für ein Herz und ein We Need to Go Deeper. Dafür möchte ich allerdings nichts ausgeben. Nein, tut mir leid, Satan. Wir ignorieren dich diesmal. Ich bin schneller, hatte ich ein Belt? Ja, wir hatten ein Belt, oder? Wir sehen uns jetzt noch den Rest von dem Labyrinth hier an. Schön. Damit können wir in den Challenge Room gehen. Und dort die Truhe öffnen. Hoffen, dass hier ein paar schöne Pickups drin sind. Ich brauche nicht so viel Geld. Ich kann den Laden doch eh nicht aufmachen. Die zweite Runde sind Hives. Hives? Hives. Hives sind die zweite. Und dann sind Moors, glaube ich, die letzte Runde. Meistens haben. Ich habe ja meistens Charger im Challenge Room, deswegen überrascht mich diese Runde immer ein bisschen. Ach, Jude ist einfach so schön stark. Die sind alle ein One-Hit, die Fliegen. Verdammt, er hatte viele Fliegen im Kopf. Dich kriegen wir auch noch klein. Hey, ich meine, die tun mir nicht weh, wenn sie dich rein, aber wollt sie ihre Fliege aushusten? Nee, Hosts. Oh, ein Wet. Den machen wir zuerst weg, weil der sich nicht schützen kann, aber auch einen größeren Radius schießt. Einen richtigen Halbkreis halt. Komm her. Brauchen wir nicht das Herz? Aber wir können zur Blutbank mit den Herzen, die hier überall rumliegen. Aber das machen wir ganz am Schluss. Vielleicht ist hier ja auch noch ein Boss-Challenge-Room. Und dann brauchen wir das Zeug. Hilfe! Hier sind mir gerade viel zu viele Spinnen. Nämlich muss hier runter. Jetzt müssen wir wieder hier lang. So, nicht einkesseln lassen. Nicht einkesseln lassen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin besser in dem Spiel, obwohl ich es kaum gespielt habe. Sagte sie und lässt sich treffen. Jetzt können wir auch das Buch wieder einsetzen. Aber nicht gegen dich. Du bist hier nur ein Einzelner. Schlüssel. Ich hätte gerne mehr Schlüssel. Eine Pille. Was wird sein? Ah, sehr schön, eine gute. Gut. Am liebsten wäre es mir, wenn Hells dann überhaupt nicht im Spiel wäre. Ich hoffe ja, dass wirklich eine positive Hells-Up war. Und nicht eigentlich die Hells-Down-Pille. Sehr schön, ein Schlüssel. Wir könnten eigentlich jetzt in den Laden gehen. Mache ich auch. Wir können einen Schlüssel kaufen, eine Pille und eine Karte. Wir kaufen den Schlüssel und die Karte. Damit finden wir aus, wie das Secret Room ist. Hier drüben. Und dann werden wir noch die übrigen Herzen, die wir bekommen haben, in die Blutbank geben. Okay, wir können die Pille auch noch kaufen. Ohne Probleme jetzt. Kaufen wir auch noch die Pille und hoffen, dass es keine schlechte ist. Da sie nur 3 Cent kostet, kein Problem. So, Friends till the end. Oh, ich wollte sie noch gar nicht benutzen. Ach, was soll's. Hier sind ja keine Gegner mehr. Die werden sich jetzt auf nichts stürzen. So, erstmal geben wir ein ganzes Herz in die Blutbank. So, und nochmal. Die Münzen sammeln wir natürlich ein. Dann sammeln wir jetzt mal die 2 vollen Herzen ein und gucken, was wir hier noch hatten. Damit wir herausfinden, wie viel wir noch hineingeben dürfen, um Geld zu gewinnen. So, ich glaube, hier lag auch noch ein halbes herum. Jawohl, das heißt, wir dürfen noch ein ganzes Herz in die Blutbank geben. Vielleicht haben wir ja Glück und sie zerplatzt. Im Moment haben wir ja das Spoonbender-Gesicht, was ich eigentlich auch ganz gern mag. So. Und? Sehr schön. Bloodbag. Und wir sind noch ein bisschen schneller und haben zune Augen und dieses Gesicht. Sieht klasse aus. Ab in die nächste Ebene. Wird das Glück etwa anhalten? Wird auch der Tudor's Run auf Anhieb klappen oder sterben wir hier demnächst? Fragen über Fragen. Bevor wir die Bombe einsetzen, um den Secret-Room zu öffnen, sollten wir uns hier mal umschauen, finde ich. Oh, ein Knight. Hä, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der die Augen auf hatte, aber die haben doch gar keine Augen. Das sind doch nur leere Höhlen. Oh Gott. Puh, zum Glück hat er mich nur berührt. Hilfe! Das war jetzt echt fies. Toll. Schön getroffen worden. Hier oben ist der Shop. Gehen wir aber jetzt nicht rein. Wir gehen hier hin. Oh Gott. Bloß nicht von denen treffen lassen.
hab gesagt, dich treffen lassen. Gerade wo ich gesagt habe, dass der On mal wieder Glück macht. Und wir nur dabei, uns treffen zu lassen. Oh, ein Little Chart, der uns ab und zu mal Herzen gibt. Aber nun, wir haben leider keinen Schlüssel mehr. Gut, ich gehe trotzdem doch in den Secret Room und hoffe, dass da eine Slot Machine ist. Und ein One-Up. Okay. Das geht natürlich auch. Damit halten wir jetzt länger durch. Jetzt dürfen wir auch sterben. Gehen wir erstmal hier in die Sackgasse. Oh, ihr Spinner! Und keiner hat uns bis jetzt getroffen. Danke, Homing Shots, danke. Das ist gerade wirklich absolutes Glück gewesen. Also dann die Münze holen wir uns jetzt nicht. In den Challenge Room dürfen wir jetzt nicht. Wir müssen erstmal Energie sammeln. Das wird recht leicht. Solange sich der da unten jetzt nicht entscheidet, genau das zu tun. Gut, nächster Raum dürfen wir wieder Book of Belial einsetzen. Und jetzt hier lang, wegen der Spinnchen. Sehr schön. Chad hat uns ein Herzchen gegeben und das ist die Freundstil-Sehendpille, stimmt's? Die wird natürlich gleich eingesetzt. Was passiert eigentlich, wenn Chad als Gegner kommt, wenn man Little Chad hat? Wahrscheinlich druckt er dann was ganz Normales, oder sie? Chad, was bist du, ein Mann oder eine Frau? Mach schon! Puh, war das knapp. Ich hasse diesen Raum. Da kann man eigentlich nur mit Flügeln ordentlich ausweichen. Ihr bleibt mal zusammen. Wow, du hast ganz schön weit geschossen. Okay, irgendwo der Super Secret Room versteckt ist, aber ich habe zu wenig Bomben, um nachzusuchen. Und die sind gerade nicht nett. Schon wieder vor Still the End. Nehmen wir uns. Und sehen nach. Hier können wir uns opfern. Dann muss da hinten wohl der Bossraum sein. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Raum. Der hat uns ja eben schon fast getötet. Oh Gott, da war die Spinne. Ihr Spinner, Mann. Danke, Little Chart, du hilfst uns wieder. Hier sind jetzt nur Spinnen und der Bossraum. Also bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zum Bossraum zu gehen. Hi. Und hoffen, dass wir das überleben. Auch wenn wir einen One-Up haben, hätte ich das doch gerne noch aufheben. Ausgerichtet zu fallen. Aber jetzt zum Glück sind wir schön schnell. So. Schnell hier weg. Nachdem er damit fertig ist, macht er irgendwas einen Flugbeam. Und hier wieder gehen wir weg. Wir wollen nicht in seinen Beam geraten. Gleich wird er sich aufspalten. Und dann wird es ja immer schwierig. Da Schaden zu vermeiden ist sehr schwer. Wie ihr ja durch die ganzen Satan-Twans wisst. Hört doch mal auf, mich zu jagen. Puh, gerade noch so. Wäre nett, wenn der andere mich jetzt nicht jagen würde. Aber ich habe das Gefühl, er wird gleich damit anfangen. Nö, der macht gar nichts. Na, gut, der erste ist weg. Herr Zappo, wir haben es schon geschafft, zu fallen, hier so ohne Schaden zu machen. Allerdings nur, wenn der letzte auch noch fällt. Oh, sehr schön. Er hat uns Spirit of the Night gedroppt. Klasse. Das ist wirklich fantastisch. Hm, wir kommen leider nicht in den Challenge. Tja. Wir gehen. Jetzt sind wir schon in The Depths und es sind gerade mal 18 Minuten vergangen. Naja, wer weiß, ob wir das so schnell hinbekommen. Jetzt müssen erstmal die ganzen Gehirne weg. Wains. Zum Glück können wir einfach hier schweben. Also jetzt sind wir ein richtiger Geist, sogar mit Homing Tears. So, was ist denn mein Secret Room? Jetzt können wir schon fliegen. Wie toll, das bringt jetzt nicht mehr viel. Egal. Nehmen wir es trotzdem. Es soll dein Sackgassenraum sein, aber ich möchte trotzdem dahin. Zum Glück können wir fliegen. Ansonsten wären diese Räume echt ätzend. Und Mr. Moss. So, du musst jetzt auch mal weg, du Moor. Dich kriegen wir klein. Wenn du da fliegst, kannst du uns nicht treffen. Weil deine Schüsse in den Stein gehen. Der letzte. Ein bisschen so Damage up wäre toll. Oh, sehr schön. Wir können einfach alle Türen jetzt aufmachen. Kein Problem mehr. Und
auf geht's. So, wenn sie sich erstmal für eine Richtung entschieden haben, dann müssen sie auch dahin gehen. Da kann man gut an ihnen vorbei. Auf Belial hilft uns dabei natürlich auch. Und auch mit One-Up-Pills wollten wir natürlich darauf achten. Weil wenn wir nicht bald mal irgendein Orbital bekommen, also ein Fliegenschild oder ein Cube of Meat, sehe ich schwarz bei Isaac. Geh endlich kaputt. Stattdessen haben wir jetzt schon zweimal Fliegen bekommen. Wir können natürlich jetzt auch wieder in den Teufelsraum gehen und dort auf Items hoffen. Allerdings möchte ich doch noch ein bisschen abwarten. Okay, das wird eine Weile dauern, wenn wir sie jetzt... Ich möchte noch ein bisschen abwarten, ob wir nicht noch ein bisschen Gesundheit bekommen. Geht schon. So, die anderen. Irgendwie fühlen die sich voll lahm an, im Gegensatz zu mir. Wir sind so schnell geworden. Da können wir ruhig auch ihren... Also... Fair gegen sie kämpfen. Jetzt bekommen wir die ganzen Schlüssel, obwohl wir sie gerade nicht brauchen. Ein Schub de Wurf, also ne. Ich werde es kurz aufnehmen, damit es aus dem Itempool entfernt ist, aber wir nehmen dann das Book of Belial wieder mit. Ich habe gesagt, ich will das Book of Belial haben. So. Also, wir werden das halbe Herz opfern. Oh Gott, ne, eine Megatrollbombe. Das war jetzt leider vergebens. So. Wir haben noch 4 Minuten, bevor wir den Part beenden. Gehen wir mal hier lang. Machen einfach diese Boils kaputt, wo es natürlich der Abel ein bisschen bei hilft. Damit die nicht schießen kann. Ein Eternal Heart. Merken. Jetzt nehme ich es natürlich noch nicht mit. Das ist ja gleich weg. Allerdings müssen wir es dann später mitnehmen. Oh shit, jetzt habe ich mich treffen lassen. Dabei hat das gerade so schön ohne Schaden geklappt. Oh, sehr schön, ein Trinket. Der Fishhead. Schon wieder Mr. Moss. Ganz schön viele von euch im Moment. Erstmal möchte ich, dass der Morder verschwindet. Toll, jetzt habe ich den Pacer berührt. Der macht ja Touch Damage, wie man so schön sagt. Da werden dann bestimmt Seelenherzen drin sein. Die ich allerdings erstmal auch liegen lassen werde. Nö, Bomben. Nehmen wir doch gerne mit. Im Siegtum waren wir ja schon. Da war ja die Transistenz. Na toll. Was will ich denn? Blazing Goblin. Und dann sind hier noch die Wet Boomflies. Das ist gerade etwas schwierig, dieser Raum. So, jetzt müssen wir hier wieder uns um die Wet Boomflies kümmern. Während die uns jagen. Eigentlich könnte ich mal den da aktivieren. So, weg mit euch. Sehr schön, ein ganzes Herz. Und der Raum hat uns gar nichts gedroppt. Schade. Schon wieder Mr. Moss. Wenn es einen Mr. Moss gäbe, wäre der jetzt bestimmt da. Gibt aber keinen. Ich habe manchmal das Gefühl, der Boss tut sich je nachdem auswählen, was für normale Gegner wir am häufigsten hatten. Manchmal sind es ja die großen Versionen der kleinen Gegner. Monster zum Beispiel wirkt ein bisschen wie die Version dieser... Schleime. Also der Klottis und so. Oh, schon wieder treffen lassen. Und hier haben wir auch noch eine Blutbank. Vielleicht ist ja ein Boss für den Schwung hier irgendwo. Dann können wir sie ausnutzen. So, erstmal mitnehmen. Oh je, schon wieder Boomflies. Erstmal sollte ich versuchen, die Boils zu erledigen. Den Boomflies ist ja recht leicht auszuweichen. Den Boils finde ich nicht so. Okay, wenigstens machen die Bolzer keinen Touch-Damage. So, jetzt kann ich mich um die Boomflies kümmern. Erstmal die rote. So, und jetzt die schwarze, die explodiert. Oh, hallo Larry. Das sollten wir mal versuchen wegzukriegen. Damit er uns nicht anschießen kann. Sehr schön. Nein, ich habe ihn geteilt, Mist. Jetzt sind es zwei. Egal, die kriegen wir klein. Die kriegen wir schon klein. Auch ohne das Book of Belial jetzt. Mit unserer Fliegenfähigkeit kein Problem. Überhaupt nicht. Eine Teufelstruhe mit Spinnen. Gerade mag das Spiel mich nicht. Und das ist eine gute, gute Gelegenheit, hier den Part zu beenden. Allerdings jetzt nur, wenn er mal das Feuer kaputt macht. Blöde Spektraldrehen und schon nerven sie doch. Und jetzt noch hier. Den auch noch kaputt. So, sehr schön. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.